Also die Scheiße, die ich jetzt vorlese. Oh, es wird. Oh, es soll ja ganz normal tun. Also. Das war irgendwie Porno, oder? Also naja, egal. Also, ich lese aus Rock oder Liebe Teil 1. Wer es kennt, hat Pech gehabt. Wer nicht, der hat Spaß. Weil wir konnten den nächsten Teil nicht auf dem Reader runterladen, also mussten wir improvisieren. Aber ihr kennt es ja bei uns, wir sind nur manchmal chaotisch. Also, ich freue mich voll, dass ihr da seid. Okay, ich höre es auf. Also, das ist die Nummer 5 und das Kapitel heißt Super Sexy Mini Super Flower Popper Cola Fan. Okay. Ich bin ein Fan, jetzt schau nicht, das ist ein Fan. Wieder so ein Glück. Olive Bubbles ist ein Fan. Ja, okay. Also, es ist Prudellas Point of View. Wieso lachst du? Naja, egal. Ich bin überhaupt nicht lustig. Also. Die Gegend war schon mal ganz annehmbar, befand ich, als ich durch die Vorstadt marschierte und meinen Rollkoffer hinter mir herzog. Schöne, gepflegte Gärten, grünes, penibel gemähtes Gras, Kinderschaukeln, ältere Damen, die mich skeptisch betrachteten, während ich sie freundlich grüßte und ab und zu auch mal winkte. Die Sonne schien, die Vögel zwitscherten und ich wurde von dem weißen Stück Papier geblendet, das ich in der Hand hielt und immer wieder drauf schaute, um zu kontrollieren, dass ich hier richtig war. So schlimm konnte er nicht sein, wenn er in so einer bezaubernden Gegend wohnte. Doch meine Schritte stockten abrupt, als ich die Hausnummer 123 entdeckte. 123 war ja so einfallsvoll. Naja, egal. Ich war versucht, meine Meinung noch einmal zu revidieren, denn der Gartenzaun war alt und die Farbe abgeblättert. Und auch dahinter sah es nicht besser aus. Ein unüberwindliches Dickicht nahm beinahe die Sicht auf das gesamte Haus, was aber bei einem zweiten Blick nur als positiv zu bewerten war. In auffallend dicken, roten Buchstaben prangten obszöne Worte auf den beiden Garagentoren, die mir die Schamesröte ins Gesicht trieben, weil ich diese Ausdrücke niemals in den Mund nehmen, geschweige denn denken würde. Da steht Fuck you drauf. Für alle, die es wissen. Etwas schockiert betrachtete ich das Übel einige Sekunden und atmete tief durch, während ich mit meinen orthopädischen Schuhen den Kies der breiten Auffahrt betrat und versuchte, meinen unwilligen Koffer über diesen zu zehren. Mein eng anliegender schwarzer Rock war dabei nicht hilfreich und als ich ein verdächtiges Reißen hörte, musste ich mir tatsächlich einen Fluch verkneifen, obwohl das sonst überhaupt nicht meine Art war. Zum Glück war die graue Strickjacke, die ich über meinen hochgeschlossenen, strahlend weißen Bluse trug, so lang, dass man den Riss nicht gleich bemerken würde. Doch wenn ich im Haus war, musste ich mich umziehen, und zwar dringend. Schließlich hatte ich es geschafft, erfolgreich das Gartentor zu erreichen. Als ich es öffnete, erklang ein protestierender Quietschlaut und auch der üppige Rosenstrauch, der ein Betreten zusätzlich erschwerte, wirkte alles andere als einladend. Im Gegenteil, seine beinahe schwarzen Blüten lösten in mir den Wunsch aus, sofort auf dem Absatz kehrt zu machen. Doch so schnell gab ich nicht klein bei. Schwarze Mosaiksteine führten mich an der Garage mit diesem unflätigen Ausdrücken entlang. In ihren Rillen sammelte sich zwar das Unkraut, aber mein Gepäck ließ sich hier leichter transportieren. Eine Stufe vor mir verriet, dass ich die Eingangstür erreicht hatte. Auch das Vordach ging als Hinweis durch, allerdings hinderten mich diverse Rosenranken daran, wirklich Genaueres zu erkennen. Vergeblich suchte ich nach einer normalen Klingel. Alles, was ich fand, war eine weibliche Brust mit der Brustwarze als Klingelknopf. Es widerte mich an, diese zu berühren. Also nahm ich ein Taschentuch aus meiner Strickjacke, wickelte es mir um den Finger und drückte drauf. Doch statt eines normalen Klingeltons ertönte eine Frau, die laut stöhnte. Ertappt blickte ich mich um, denn ich wollte sicher nicht in einen TTAT platzen. Es war allerdings weit und breit niemand zu sehen. Also blieb ich ruhig und wartete geduldig, bis die Tür geöffnet wurde. Mir war nicht genau klar, was mich erwartete, denn Frau Hunter, die mich für ihren Sohn engagiert hatte, schien eine nette, wohlerzogene Dame zu sein. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie jemand derart Vornehmes einen Rüpel erzogen haben sollte. Viele Informationen hatte sie mir allerdings nicht gegeben. Nur gesagt, dass ich bei der ersten Begegnung sofort wissen würde, was das Problem war. Ein paar Zweifel kamen bei ihren kryptischen Äußerungen schon auf, jedoch überwog die Neugierde, so dass ich den mehr als großzügig entlohnten Auftrag angenommen hatte und die 100 Kilometer mit dem Zug hierher gefahren war.
Hätte ich gewusst, um wen es sich handelte, wäre ich niemals gekommen. Als die Tür geöffnet wurde, schrie alles in mir nach Flucht, denn vor mir stand kein geringerer als jener unglaubliche Neandertaler, sexy Rüpel, der immer noch durch meinen Kopf schwirrte und ich konnte es nicht fassen, eine Hand in der Hose hatte. Unsere Münder klappten auf und unsere Augen schienen einen stummen Wettbewerb in der Disziplin des Starrens auszufechten, während sie immer größer wurden. Ich wagte nach wie vor nicht zu blinzeln, als er sich bereits gefangen hatte und sein Blick über meine versteinerte Gestalt glitt. An meiner Brille, meinem Dutt und der gestärkten Bluse verharrte er etwas länger. Ich sah ihm an, wie es in ihm arbeitete. Er versuchte, die Person vom Konzert mit dieser vor ihm in Einklang zu bringen, während Misstrauen in seine nun verengten Augen trat und er mich genauer unter die Lupe nahm. Ich hingegen wusste sofort, wer vor mir stand. Meine Erinnerung hatte mir keinen Streich gespielt, denn sein nackter, athletischer Traumkörper sah aus wie in meinen, ja, ich schäme mich deswegen auch sehr, Träumen. Langsam kam ich zu mir und riskierte einen Blick auf sein Brustwarzenpiercing und die verschlungene schwarze Tätowierung auf seiner linken Seite. Keiner sagt etwas, bis er den Kopf schüttelte, die Lider zusammenkniff und sie wieder öffnete. Er rieb sie, aber ich war immer noch da. Ich sollte echt aufhören zu saufen. Sprach er wohl mehr zu sich als zu mir und ich verdrehte die Augen. Kannst du mir vielleicht mal verraten, ob du es bist oder bist du es nicht? Und warum zum Geier hast du sowas an? Wo ist das tolle Blaseshirt? Die offenen Haare, die eng anliegende Knackarschnitz, die geile Fickschminke? Darauf gab es nur eine Antwort. Einen schönen guten Tag. Ich heiße Hannah Amalie Hauptmeier. Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich bei Ihnen um Mason Hunter handelt? Wow, 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 wow. So bist du mir aber letztens nicht gekommen, als alles in dir danach schrie, dass ich dir meine Zunge in den Mund schiebe. Du machst mir Angst. Ich versuchte wirklich zwanghaft nicht daran zu denken und es gelang mir. Da hat mich ihre Mutter auch noch nicht als Anstandsdame engagiert. Sind Sie nun Mason Hunter oder Spank Ransom? Such dir was aus, Babe. Er grinste mich schief mit diesem rotzfrechen, umwerfenden, verschmitzten Grinsen an. Doch ich warte die Fassung. Ich deute das mal als ein Ja. Wollen Sie mich nicht hineinbitten? Shit, klar! Er trat einen Schritt zurück und öffnete die Tür ein Stück weit. Bubbles sagt gestrückt. Das kann sie nämlich nicht. Naja, egal. Gehst du denn? Ja. Er trat einen Schritt zurück und öffnete die Tür ein Stück weiter, sodass ich eintreten konnte. Hätten Sie die Güte, die Hand aus Ihrer Hose zu nehmen? Das schickt sich nicht, wenn man einer Dame entgegenübersteht. Bat ich im vorbeigehenden Anstand hin oder her. Es irritierte mich zutiefst. Das Darmthema hatten wir doch schon geklärt, Blowjob Girl. Er zwinkerte mir zu und ich konnte nicht anders, als mich zu rechtfertigen. Ich wusste wirklich nicht, was auf dem Kleidungsstück stand und für Sie immer noch Miss Hauptmeier. Wieso noch immer? Ich habe dich noch nie so genannt. Ich wusste bis gerade eben nicht mal deinen Namen, weil du ihn mir verflucht noch mal nicht sagen wolltest. Ich atmete tief durch und blieb im Türdurchgang stehen, um eins vorweg klarzumachen. Wenn Sie wollen, dass das hier klappt, dann werden wir nach meinen Spielregeln spielen. Spielen ist gut, warf er schnell ein und winkte mit einer Hand ab, während er vorausschlenderte. Schluss!